Ja, das war in der Gefangenschaft in Jelabuga einmal in der Woche baden und entlausen. War ja Entlausungsstation dabei, wurde ja sowieso geheizt. Also warm Wasser herstellen, das ging. Das ist ja Stalingrad Mitte. Ja, aber da ist doch kein Flugplatz oder Nein, nein, sowas. nein, nein. Hier ist das Kaufhaus Univermag, das ist hier Ja, gewesen. ja. Das ist eine Leicht, Kanone aus leichte, Ihrer leichte Feldhaubitze, ja. Einheit. Ja, und das war eben riskant. Bis man da zum Schuss kam, da waren die mit ihren Granatwerfern auch so weit, die Russen. Aber Sinn macht das ja keinen mehr, nicht? Nee, Sinn hat es keinen gehabt. Das war die Landung mit der Ju, ja, die, wo ich endgültig in Kessel reinkam. Als ich da zurückdenke, dann war zuerst mal die letzten Wochen, ehe wir die Stadt erreicht haben, waren schwere Kämpfe. Am Don schon und dann das Stück zwischen Don und Wolga war ziemlich hart. Die Artillerie ja weniger, wir haben ja einen Überlebensschein gehabt, nicht wahr? Aber die Infanterie war dermaßen auf dem Hund, dass ich auch schon auf dem letzten Loch pfiff, ehe wir die Stadt erreicht hatten, nicht? Und dann ging das mit den Häuserkämpfen los. War ich auch ein paar Mal dabei als vorgeschobener Beobachter, obwohl ich schon eine eigene Batterie hatte. Das war doch eine ziemlich harte Geschichte da. Aber wir haben noch die Wolga erreicht. Das war der General ist er nachher erst geworden, in den allerletzten Tagen. Roske hatte ein Infanterieregiment in unserer Division. Und der war eigentlich ganz geschäftstüchtig. Der machte aus dem zerschlagenen Regiment zwei einsatzfähige Bataillone. Und die ganzen drumherum Truppen und auch einen ganzen Teil von seinen Nachschubkräften machte er zu Soldaten und hat infolgedessen bei dem Angriff in die Stadt rein eine bessere Figur gemacht als die beiden anderen Regimenter. Und wie er das Tagesziel erreicht hatte im Bahnhofsgelände von Stalingrad, da waren die Russen am Laufen. Und da sagt er nur, dann mache ich weiter, nicht wahr? Und hat an dem ersten Tag gleich durchgestoßen bis zur Wolga. Und die im Norden, die 295. Division, hat die Wolga nie erreicht, obwohl wir sie immer aus der Flanke unterstützt haben. Und im Süden erst nach schweren Kämpfen. Und dann hatten wir eigentlich eine ruhige Zeit, wie wir an der Wolga waren. Sie als Artillerist. Ja, die Infanterie auch. Unsere hatte die Wolga-Front besetzt und meine Division. Also. Und da war es ruhig. Da hatte ich noch an der Wolga zwei russische Beutekanonen. Ja, diese 7,62 war es, glaube ich, Kaliber. Sehr elegantes Geschütz, auch als Panzerabwehrgeschütz geeignet. Halbautomatisch. Wenn das Rohr zurücklief, hat es die Patrone rausgeworfen, hatte Patronenmunition. Sehr hohe Feuergeschwindigkeit. Da haben wir noch zwei Flussmonitore abgeschossen. Also das waren ganz flache Flussschiffe mit zwei T-34-Panzertürmen drauf, jeder. Die kamen also immer abends so in der Dämmerung von flussaufwärts, flussabwärts an uns vorbei und schossen aus allen Knopflöchern. Aber das interessierte ja nicht, weil wir gute Stellungen hatten, nicht? Es fehlte vielleicht an ein, zwei Panzerdivisionen und vielleicht auch Pionierspezialeinheiten, dann hätten wir den ganzen Kram gehabt. Der hatte nichts mehr, Adolf. Ja. Das ging ja schon 1942, das war schon nichts mehr. Die Charkow-Schlacht ist ja um ein Haar gut gegangen für uns. Gut ausgegangen. Wir sind von da wieder, wir waren in Frankreich, da wieder aufzufüllen und aufzufrischen. Und sind von der Eisenbahn aus schon als Feuerwehr eingesetzt im Charkow-Gebiet. Und da waren sie auch mit Panzern durchgebrochen, mit dem bösen T-34, dem man nichts tun konnte. Da haben wir mit der 15 cm Haubitze haben wir im direkten Schuss die Panzer bekämpft. Das ist komplette schwere Feldhaubitze. Das war einer mit fünf Türmen in den ersten
Tagen des Russlandfeldes, der tauchte nicht viel, war zu dünn gepanzert. War das ein deutscher Panzer? Nein, russischer. Der war nur von imponierender Größe, aber wenig kampfwert. Und da rief ich also der Regimentskommandeur mal an und sagte, hören Sie mal, wollen Sie nicht jetzt in den Urlaub fahren? Zu Weihnachten wollen wir doch verheiratete Leute schicken und so weiter. Was meinen Sie? Ich sage, Urlaub schlägt man nicht aus, wenn man nicht kriegen kann. Ja. Natürlich fahre ich in Urlaub. Und ich bin am 19. November war es ja, 1942, bin ich in den Urlauber Zug gestiegen in Bahnhof Zier am Don. Und dann bei der Fahrt Richtung Westen gab es schon Gerüchte, dass da irgendwas schief gelaufen war. Naja, da bin ich in den Urlaub gefahren, habe noch Verlobung gefeiert. Ja, meine Frau hat die da vor dem Frankreichfeldzug schon kennengelernt. Da war sie noch im zarten Alter von 16 Jahren. Naja. Und das ist ja genau das Datum, als der Angriff eigentlich begann. Ja, genau. Am 19. November ging der Angriff los. Ja. Und da sind Sie in Urlaub gefahren? Ja, da saß ich im Urlauber zu, fuhr ich gen Westen zunächst. Und zurück zu hatte ich dann also meinen Spaß. Nicht mal der Urlaubsschein lief dann ab und musste wohl wieder an die Front fahren. Und da wurde auch immer hin und her gemunkelt. Stalingrad hatte Verbindung, hat keine, ist eingekehrt und so weiter. Und im Eisenbahnzug zwischen Hannover und Berlin, musste die Strecke fahren, da saß ich mit einem Generalstabsoberstleutnant zusammen, der hatte wohl in Berlin da irgendeine Stabsfunktion. Kam er so ins Gespräch, da sagte er, ja, mit trockenem Fuß kommen Sie nicht hin nach Stalingrad, das wird nichts, das ist zu. Ja, sag ich, und nu? Ja, fahren Sie zu Ihrem Ersatztruppenteil, nicht wahr? Der kommt nicht hin nach Stalingrad, ist nichts mehr. Sag ich, da werde ich nachher noch bestraft oder kriege ich noch ein Verfahren an den Hals, dass ich mit abgelaufenem Urlaubsschein in der Gegend rumfahre. Ich schreibe Ihnen einen Zettel, dass Sie da hingehen. Ich sage, nee, ich will auch zu meinen. Ja Gott, wenn Sie unbedingt wollen, dann fahren Sie mal. Werden Sie schon sehen, wie weit Sie kommen. Und? Wie? Ja, so war es dann auch. In Stalino war klar, Stalingrad ist zu. Stalino bin ich ein paar Tage gewesen, dann weiter verlegt nach Rostow. Rostow war für die Heeresgruppe Versorgungszentrum und so weiter. Und da hatten sie so Führerreserven gebildet, also was an Urlaubern zurückkam und an genesenen Leuten. Und da machte es schon Alarmeinheiten. Das wollte ich ja nun aber auch nicht, denn das war ja Himmelfahrtskommando nicht. Haben sich einen Offizier gesucht und 50 oder 60 Leute, und da konnte man irgendwo, die man nicht kannte und zu denen man keinerlei Beziehungen hatte. Also das wollte ich vermeiden. Jeden Morgen war der Appell da in der Unterkunft und wollen also solche Einheiten. Und da habe ich also hochgestapelt und gesagt, ja, ich muss zu meinem Haufen wieder hin. Ich bin der Einzige da in der Batterie, da zur Verfügung steht und. Habe ich ja tatsächlich einen Flugschein gekriegt mit einer U-52. Und dann sind wir losgeflogen. Und dann sah man nach einer gewissen Zeit im Gelände Rauchwolken, da brannte eine größere Geschichte. Wusste der Funker da Bescheid in dem Flugzeug, sagte, ja, das ist Tatsinskaya, das war einer der Nachflughäfen für Stalingrad. Das haben die Russen erobert, inzwischen haben wir ihn wieder, aber ist nicht wieder einsatzfähig. Und wir flogen ein Stück weiter nach Morozovskaya, das war noch in Gang, von da flogen. Aber das war auch schon deprimierend eigentlich, denn da standen auf dem Papier wohl an die 100 Flugzeuge rum, und einsatzfähig waren Stücker 10, 12. Die anderen waren irgendwie defekt oder kriegten sie bei der Kälte nicht in Gang und hü und hot. Da sah ich aber in Morozovskaya ankommen die 6. Panzerdivision,
Die war noch nicht lange im Einsatz, die war in vorzüglichem Zustand. Ich dachte mir, wenn solche Verbände hier sind, dann wird das wohl klappen mit dem Entsatz von Stalingrad. Diese 6. Panzerdivision, die war aber aus der Hood-Armee ausgelöst, um in diesem Raum Morozovskaya, Chio und so weiter Feuerwehr zu spielen. Das heißt, aus dem Panzerentsatz Armee Hood wurde nichts. Die hatten sich festgelaufen, die hatten ja auch Ausfälle gehabt. Die waren nicht so. Es fehlte, aber es war nicht genug da. Wenn wir ein paar Panzer, wenn wir zwei Panzerdivisionen vielleicht noch gehabt hätten, wäre das alles ein bisschen anders gelaufen. Nicht? Naja, das hatte ich aber nicht kapiert. Ich jedenfalls nicht, ich war guter Dinge. Und dann konnte man sich da Winterbekleidung beschaffen, gute in Morozovskaya, das habe ich auch getan. Und bei dem ersten Einflugversuch mit einer He-111, ja, das klappte auch nicht. Das Flugzeug, wenn es abhob, stellte sich immer schräg, war also nicht ausgetrimmt ordentlich, machte eine Zickzackrunde und war dann wieder unten. Und ich sage, ja, mit diesem Flugzeug jedenfalls nicht. Da müssen wir erst mal gucken, ob man das überhaupt wieder in Gang kriegt. Das war gar nicht flugfähig, das ist die Maschine. Nee, war nicht mehr. Mit dem zweiten, das waren drei Flugzeuge, die im Verband flogen, war ich da. Da riss die Wolkendecke am Dach, das war ein Dacheinflug, riss die Wolkendecke über dem Don ab und da waren russische Jäger in der Luft. Ja, kehrt wieder in die Wolken rein, aber wieder unten in Morozovskaya. In der dritten, da war auch Öhn, was war denn da los? Bei dem dritten Einflug hat es auch nicht geklappt. Bei dem vierten, da waren wir schon unten, ich merkte auch, dass er Kontakt hatte in Pitomnik, in dem Flughafen im Kessel. Und auf einmal zieht er wieder durch und bombt wieder schneller. Da. Ich bin rausgekrabbelt zwischen den Margarinekisten und dem anderen Zeug. Ich sage, was ist denn nun? Ich denke, wir sind unten. Ja, da sind wir froh, dass wir wieder oben sind, nicht wahr? Da hatten die Russen leichte Bomben geschmissen und da war er mit dem Rad, mit dem einen Rad in so einen Bombentrichter reingeraten und hatte die Maschine hochgezogen. Ja, was ist denn nun? Ja, mal gucken, das eine Rad ist weg, das liegt da in Pitomnik, das ist abgebrochen. Und das andere, naja, wenn wir das reinkriegen, dann ist es gut, eine Bauchlandung, das ist ein Klacks. Machen wir aber nicht hier, machen wir in Morozovskaya, hier im Kessel, das hat keinen Zweck. Werden wir uns hier zur Sau machen lassen? Na, dann haben sie da rumgefummelt, das war verbogen, kriegten sie nicht rein. Nicht im Handbetrieb, nicht automatisch und so weiter. Ich sage, was macht er denn nun? Ja, wir fliehen erstmal dahin nach Morozovskaya, vielleicht springen wir ab. Ich sage, ihr habt ja wohl einen Vogel, nicht wahr? Soll ich auch abspringen? Womit denn? Oder soll ich das Flugzeug weiterfliegen? Na, so gerne wollten sie auch nicht, hatten keine Fallschirmerfahrung hatten sie nicht. Und es ist ja so vereist in Morozovskaya, das können wir, glaube ich, riskieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Und da brach der eine Flügel brach ab und die Bodenwanne war kaputt und die Propeller waren also völlig hin, eine Bruchlandung. Aber hat keiner was abgekriegt. Ja, das haben sie überlebt. Alles. Ja. Hat keiner was abgekriegt. Da klappte sogar noch manches. Wie wir unten waren und Luft zu verspürten, weil das alles kaputt war, waren sie schon da mit dem Krankenwagen und dem Feuerlöschfahrzeug und so weiter. Nein, das war gut gegangen. Und dann bin ich da erstmal rausgekrabbelt und ich hatte auch noch Kurierpost mitzunehmen für Paulus. Die hatte ich schon, die war sowieso schon überaltert, nicht wahr? Bei den ersten Einflugversuchen hatte ich sie auch nicht abliefern können. Naja, wie ging das dann? Ach ja, dann in der Nacht war auf einmal ein großes Hallo. Ja, was ist denn jetzt hier los? Ja, hier wird geräumt, die Russen greifen an, die sind mit Panzern schon in der Nähe, die schießen schon aufs Flugfeld. Wir räumen hier mit Lastwagen und die Flugzeuge, die paar, die noch flogen. Ja, wo kann ich denn da mit? Hier, Flieger sind, Flugzeuge sind für Flieger da.
müssen wir mal sehen, ob sie irgendwo einen Anschluss finden. Ja, rumgeguckt da. Und dann war einer da, ein Kurierflieger mit einer kleinen Klemm. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, ja? War so ein Sportflugzeug, hat es auch im Frieden schon gegeben. Ein offenes, mit Zweisitzer. Der Pilot saß hinten und vorne. Ja, wenn es Ihnen nicht zu kalt ist, dann, ich fliege nach Rostock, sagt er, können Sie mitfliegen. Sondern wie ich das mal mache. Und das war gar nicht so schlimm. Wenn man sich da, ich hatte ja gute Winterbekleidung und habe mich dann vorne verkrochen. Und dann war ich in Rostock, wo ich also meine Eskapaden da begonnen hatte. Also dann waren Sie im Kessel? Nee, Rostock war ja draußen. Ach, Rostock ist am Asowschen Meer. Ach so, jetzt waren Sie immer noch nicht im Kessel drin? Nein, ganz weit weg. Ach so. Und von Rostock wurde nicht mehr nach Stalingrad geflogen. Nach Stalingrad schon gar nicht und nach Moskau ja eben auch nicht. Hm. Und dann konnte ich mit einem Transportflugzeug bis Salzk fliegen. Und dann saß ich da und da kam ich schon in den Geruch, dass ich also Privatreisender hinter der Front wäre, nicht wahr? Und dann bin ich untergekrochen in einem Quartier, wo U-52 ja, Piloten waren. Und die waren ganz gemütlich, konnten wir erstmal aufwärmen und satt werden. Dann sagten sie, oh, wenn Sie wollen, fliehen Sie mit, nicht wahr? Wir fliehen die Nacht mit einem größeren Verband nach Stalingrad rein, nach Pitomnik. Dann bin ich auch losgeflogen. Da passierte aber wieder dasselbe, nicht wahr? Dass die Russen da einen Angriff geflogen hatten in der Nacht und das Rollfeld nicht in Ordnung war. Wir sind zwar runtergekommen, auch nicht wieder in ein Granattrichterloch reingeraten, aber die 2 Zentimeter Flak von Pitomnik, die schoss aus allen Knopflöchern. Der wurde ganz nervös, der Funker, neben dem ich da gesessen hatte. Auf einmal war unten und oben ein Loch drin in unserem Flugzeug. Ja. Und wir hatten Benzinfässer geladen. Aber ist gut gegangen. Also da war ich unten. Das war aber, ich habe das, damit ich das richtig verstehe, das war russische Flak. Nein, das war unsere. Ah. Ja, weil die Russen doch da in den Angriff flogen. Haben wir noch Glück gehabt. Die nahmen keine Verwundeten mit, gar nichts machten. Die Benzinfässer haben sie selber rausgeschmissen. Und wir lassen uns hier zur Sau machen, wups, ohne zu fragen, ohne sich mit der Flugleitung abzustimmen, brummten sie wieder weg. Und dann war ich unten, also in Pitomnik. Und in der Nacht war nichts los, wusste auch nicht wohin und her. Und da habe ich diese Verwundeten erlebt, die da ausgeflogen werden wollten oder sollten oder konnten. Und die waren in einem Zustand, ach Gott, waren die runtergekommen, fürchterlich. Und diese U-52 hat nicht einen Mann mitgenommen, nicht nix. Und mich da rumgetolpert und bin dann in ein Zelt reingekrochen, da saßen, welche waren, ob die von der Flak waren, ich weiß es nicht. Die wollten mich schon erst gar nicht aufnehmen. Und dann habe ich ihnen erzählt, da waren sie aber ganz schön blöd, Herr Oberleutnant, sagten die zu mir. Wie können Sie denn, was wollen Sie denn hier? Und so weiter. Na, die hatten ja recht. Ich hatte ja nun von Mosowskaja aus alles mögliche Lebensmittel, Konservendosen, Brot und was nicht, also 2 Seesäcke hatte ich vollgepackt mit Lebensmitteln. Die hatte ich auch mit der Klemm noch mitgekriegt und so weiter. Die hatte ich ja dabei. Habe ich aber erstmal denen nichts abgegeben. Habe ich erstmal behalten. Mal abgewartet. Und am anderen Morgen schien die Sonne. War alles ganz nett und gut. Dann bin ich zu der Flugleitung hin und sagte, ich wollte wieder zu meiner Batterie hin und ich hätte auch Kurierpost für den Paulus. Da haben sie mich noch mit dem PKW schön nach Gumrak hingefahren, wo inzwischen der Paulus hier landet war. Und habe da also meine Poste abgegeben. Für die interessierte sich auch gar keiner sonderlich. Aber da war auch schon wieder der Heldenklau im Gang. Da machten sie auch schon wieder Alarmeinheiten. Und bin auf die Landstraße und bin mit dem
LKW auf dem Trittbett Richtung Stadt gefahren. Und siehe, was man gar nicht dachte, der fuhr in der Nähe von meiner Batterie vorbei. Sag ich, halt mal an, ausgesehen, meine Säcke ausgeladen, bin dahin. Und da war meine Batterie noch in derselben Feuerstellung, in der sie am 14. September gewesen war. Da war groß Hallo und freuten sich. Meine Klamotten hatten sie alle verteilt. Denn, ich hatte noch einen auf den Flugversuchen getroffen, der auch eingeflogen ist. Der hatte gesagt, wenn der jetzt nicht kommt die Tage, dann hat's ihn erwischt. Und da hatten sie meine Klamotten verteilt, nicht wahr? War ihnen unangenehm, druck's noch, habe ich alles wiedergekriegt. Ja, hätte ich auch so, ja was denn? Damit musste man rechnen. Dann war ich wieder da. Und dann hatten wir dann an und für sich eine ruhige Zeit. Eine ruhige Zeit? Ja, eine ruhige Zeit insofern, als meine Geschütze über die Wolga ausgerichtet waren. Und da fanden keine Kämpfe statt. Aus der Nachbarbatterie hatten sie Infanterie gemacht. Die lag an der Wolga, hatte auch eine schöne Zeit. Wir waren, meine Batterie war die letzte in unserer Division, die überhaupt noch geschossen hat. Die anderen Batterien der Division wurden mit der Zeit alle überrannt und gingen zugrunde. Naja, gehungert haben wir, ja, sehr. Meine Seesäcke haben wir dann ordentlich anständig verteilt, wie sich gehört. Hat jeder die gleichen Portionen abgekriegt. Ein Leutnant, der mich da vertreten hatte in der Zeit, wo ich auf Urlaub war und so weiter, der hatte eingeführt, dass die B-Stelle, die in einem Geschäftshaus oberhalb vom Bahnhof war, dass die mehr kriegten, weil die mehr gefährdet wären, weil sie näher an der Front wären. War ja Quatsch. Das war eine Luxusunterkunft. Da war vorher ein russischer höherer Staff drin gewesen. Nicht wahr? Das habe ich auch gleich abgestellt. Dann war der Spieß, der war auch nicht koscher. Die lebten auch flott. Da habe ich erstmal den Spieß umgetauscht. Bei dem Abteilungskommandeur war ein Oberfunkmeister, der hat dann bei mir Spieß, das war ein guter Kerl, sehr tüchtiger Mann, viel Freude. Und den Leutnant habe ich auch welche geschickt. Den habe ich nachher noch im Krieg genommen. Aber war nicht so ganz koscher. Gehungert. Dann kam der Kommandeur mal zum Frühstück, nicht wahr? Und ich wollte, habe ich auch was gegeben. Vorher war das üblich, da hatte man, wie man Verpflegung genug hatte, und man ging zu einer Nachbareinheit und kriegte auch was zu essen und so weiter. Nur in diesem Falle, die lauerten schon alle meine Leute, was macht er nun? Ja, da habe ich ihnen meine Portion vorgesetzt, war nicht viel. Fragt er mal, ja, wollen Sie nicht mithalten? Ich sage, nee, Sie essen ja meine Portion. Ich war ja auch ein bisschen nassforsch, aber es war ein anständiger Kerl. Der hat mir, abends mit dem Melder hat er mir eine Portion wieder hergeschickt, nicht wahr? Er hat das endlich kapiert, dass die Zeit. Aber die anderen machten scheinbar noch gute Figuren nach oben hin. Ich hatte eigentlich bis zum Schluss, bis ziemlich in die allerletzten Tage rein, waren das ruhige Zeiten.
Und außer Hunger war nichts. Ja, Schnaps war genug da. Die anderen Batterien von unserem Regiment, die wurden ja überrollt. Ja, die kamen dann alle an. Ich hatte ja nachher über 200 Leute, die da alle landeten, weil wir noch einsatzfähig waren. Sind Sie die letzte Einheit gewesen, die da noch geschossen hat? Ja, und zwar nicht nur in unserer Division, sondern im größeren Bereich, im Stalingrad Mitte, in dem Mittelkessel, haben wir wahrscheinlich die letzten Schüsse abgegeben. An dem letzten Tag hatte ich noch 40 Granaten, nicht wahr? Konnte man ja auch nichts mehr mitmachen. Können Sie sich an den letzten Schuss noch erinnern, den Sie abgegeben haben? Den kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das sagte ich Ihnen ja. Das war ein Unteroffizier, habe ich auch ein Bild von irgendwo, komme ich jetzt im Augenblick nicht auf den Namen. Der hat eigentlich von sich aus, außer aus diesem Badehaus, was wir hatten, das war ein Betongebäude, das war an und für sich Schutz genug bot, nicht, war raus mit seinen Kanonieren und an sein Geschütz gegangen und hat dann noch zwei russische Panzer abgeschossen. Und ich denke, ich gucke nicht richtig, wie ich das gemerkt habe, dass er am Geschütz war, bin ich natürlich auch hin. Und hatte er, war ein russischer Hiwi, macht ein Ladekanonier. Ja, wir hatten noch Überläufer in den allerletzten Tagen in Stalingrad. Die Hiwis waren ja sehr zutraulich und ordentlich, wurden übrigens auch nicht bewacht. Weil die waren natürlich froh, dass sie in der Nähe von der Feldküche waren und satt zu essen kriegten. Und die machten so Hilfsdienste, Transporte und Erdarbeiten und sowas. Aber die hatten ja keine Chance, nicht, weil die Russen haben sie umgelegt hinterher. Nicht. Und den nächsten Tag war es dann soweit. Da gab der Herr Oberstleutnant mit seinem Haufen, die gaben auf und hielten die Hände hoch, obwohl es noch gar nicht so weit war. Und wir haben da das Haus, da hatten wir Schießschachten reingebrochen und so weiter. Wir haben das Haus verteidigt, Russen griffen an. Ja, war eine große Knallerei, ja. Wurde nichts, wurde zu nichts. Na, hier kamen sie mit T-34 angefahren, ja. Schossen auf das Haus, war aber stabil genug, erreichten sie nichts. Und dann kamen sie noch näher ran und schossen mit dem MG auf die Schießschachten, die wir gemacht hatten. Und dann war es doch eigentlich aus, nicht? Die kriegten einen Kopfschuss, war meistens tot gleich. Also an den Schachten konnte man sich nicht halten. Ich habe auch nur eine ganze Weile geschossen, aber Gott sei Dank haben sie die nicht auf mich geschossen. Das war noch ganz gut. Und dann schickten sie nochmal parlamentär, in diesem Durcheinander, was da war. Da hatten sie einen Trompeter. Einer, der hatte wie so ein HJ-Wimpel, ein weißes Fähnchen an so einem Speer, wie so ein Schwurzspeer sah das aus. Und das andere war ein Unterleutnant. Und da merkte ich, dass das keinen Sinn mehr hatte. Da zählten auch meine Leute, zählten schon ihr Gewehr an der Seite, nicht wahr? Und sie guckten nach auf so. Wo ihr Rucksack war, hatte ich, dass ich viel kämpfe, bin nicht weiter gekämpft. Ich habe sie auch nicht weggeschickt. Ich bin dann mit ein paar Leuten noch ausgerissen Richtung Stalingrad Mitte. Wir hatten ja so ein Laufgrabensystem und dachte, da ist vielleicht noch was. Aus einer gewissen Entfernung sah ich, dass die manierlich waren. Meine Leute kamen da raus und wurden auch nicht drangsaliert oder verprügelt oder sonst was. Wurden ganz manierlich abgeführt von den Russen. Ja, und meine anderen Leute aus dem Regiment, die Offiziere, die noch lebten, die hatten sich besoffen. Und ich wollte mal hören, was noch weiter gemacht werden sollte, kam dahin. Und dann sagten sie, ja, also bleib hier, setz dich mit hin, wir trinken den Schnaps noch aus. So, bald wird ja da, hatten noch eigentlich schon eine Pistole auf dem Tisch liegen. Und dann machen wir Schluss. Dann ist Feierabend. Ich sage, nö, habe ich auch noch keine Lust. Außerdem habe ich jetzt inzwischen mit den
versprengten, die sich da alle angesammelt hatten, habe ich da, und die, das war noch zu einer Zeit, wo ich noch alle vier Geschütze hatte, ich habe auch noch ein paar Schuss, will ich nicht. Die haben sich tatsächlich erschossen, die Idioten. Ja. Da war mir nicht danach. Und mein Spieß war auch immer gut. Da sagte er, Herr Udo, das ist mit dem Selbsterschießen, das ist so eine Sache. Das macht man im Allgemeinen nur einmal in seinem Leben und hinterher muss man das bis zu seinem Tod bedauern. Ja, irgendwie so dumme Floskeln, nicht wahr? Sie hatten gar keine wieder. Angst vor der Gefangenschaft? Ja, sicher hatte man die. Ich hatte ja auch erzählt, ich bin da ja dann durch die Laufgräben noch weg und kam da aus den Trümmern raus, aus dem Keller oder was, dass dann da ein paar Russen rum mit der Maschinenpistole hinein. Da habe ich auch diesen gemacht, nicht? Und man war sich nicht so sicher. So kleine Gruppen haben die Russen auch manchmal umgelegt. Nach dem Motto, haben wir keine Scherei mit den Gefangenen. Ich weiß aber nicht, ob sie es getan hätten. Denn da kam ein Panzer angefahren, saß ein Unterleutnant oben, guckte raus. Deutscher oder russischer Panzer? Ein russischer. Und der kam also da raus und hat die Sachen, die mir die anderen schon weggenommen hatte, Armbanduhr und alles Mögliche, das hat er dann einkassiert zu deren Leidwesen. Der war aber ganz manierlich. Ich hatte so schöne Lederhandschuhe, wo die einzelnen Finger gepolstert waren, also für den Winter gedacht waren. Die wollte er gerne haben, der Unterleutnant hat auch genommen und hat mir Fäustlinge, ölverschmierte Fäustlinge aus seiner Panzertätigkeit, hat er mir dann übergeben. Das hat er mich davor bewahrt, dass mir die Finger nicht erfroren sind. Die wollte hinterher kein Russe haben, die waren so schäbig, aber warm waren sie. Aber Sie waren geschützt. Ja, und ich war sehr geschützt. Ja, ja. Und was hat er denn noch weggenommen? Er hat mir dann hinterher sogar noch bezahlt. Einen Sack mit russischem Trockenbrot rübergeworfen von seinem Panzer. Und hat mich dann in einzelne Gefangene, die in kleinen Gruppen da abgeführt wurden, hat er mich dazu geschubst. Vielleicht hat er mir das Leben gerettet, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls habe ich eine freundliche Erinnerung, kann ich nicht anders sagen. In einer der nächsten Nächte, da im freien Feld bei der Kälte, da haben wir auch mit ein paar wildfremden Leuten besprochen, wir hauen ab und sehen mal zu, dass wir in einer der Stellungen, die da überall im Gelände waren, dass wir uns mal ausschlafen können in Ruhe. Und kann man mal überlegen, ob man nicht überhaupt abwandert Richtung Heimat. Dann haben sie noch hinter uns hergerufen, wie wir da in der Nacht aus der Kolonne einfach weg sind. Keiner hat sich drum gekümmert letzten Endes. Naja, wir haben dann erstmal eine Nacht geschlafen in aller Ruhe in unserem alten Stellung. Und haben dann am Tag mal geguckt, wie die ganze Sache ist. Die nächste Nacht haben wir mal versucht, loszumarschieren gegen Westen, ging nicht. Neben den Rollbahnen, nicht, weil war Schnee so hoch, hatte keinen Zweck. Und dann haben wir also den Anschluss wieder an die Gefangenschaft gesucht. Freiwillig. Ja, zu essen hatten wir auch nicht, aber sicher freiwillig. Ja, was sollten wir denn machen? Und hat sich gar keiner um uns gekümmert. Wir sind neben den russischen Kolonnen, die da auf den Rollbahnen da lang hin und her fuhren oder marschiert. Wir sind dann da gelaufen, ja, Richtung Westen oder nicht Westen, ich weiß es nicht. Jedenfalls waren wir unbehelligt. Und dann kamen wir an eine Kolchose, das war wahrscheinlich ein Verbandsplatz von den Russen. Da war die Küche, hatte gerade Essenausgabe, da sind wir da erstmal dahin, haben unser Koch geschehen. Der hatte schon die Kelle schon gehoben, da sah er, dass wir das waren, hat er uns gescheucht, weggescheucht. Aber nichts getan, gar nicht unfreundlich, gar nichts. Nur kein Essen gegeben? Nee, hat uns nichts gegeben. Und dann sind wir zu einer Scheune dahin, wo die Verwundeten auf Stroh lagen. Leicht Verwundete waren es wohl durchweg.
sah nicht so aus. Da wurde auch Essen ausgegeben. Da haben wir auch noch mal das Kochische, hatte wieder nicht geklappt. Da haben sie aber entdeckt, dass wir da wohl noch nicht zu derselben Firma gehörten. Und da holten sie da einen russischen Offizier her, der hat dafür gesorgt, dass wir eingesperrt wurden in so einem Erdbunker, Kartoffelbunker oder was das war. Hat man noch gehofft, dass man da vielleicht ein paar rohe Kartoffeln oder irgendwas findet, war aber nichts. Dauerte auch gar nicht so furchtbar lange. Dann wurden wir auf einen russischen Lastwagen verladen. Der hatte in so Zementsäcken trocken, dieses russische Trockenbrot. Und der fuhr dann mit uns los, wohin, wussten wir ja auch nicht. Und so. Und das hatten wir dann bald spitz. Und ich hatte noch ein Taschenmesser, was wir nicht gefunden hatten bei mir, und erstmal aufgeschnitten und uns mit Trockenbrot versorgt und dann nochmal die Taschen vollgestopft. Das erschien uns aber auch irgendwie riskant, falls sie das merken sollten, dass sie uns das nicht so ohne weiteres verzeihen würden. Und wir Lastwagen dann in so einer Gefangenenkolonne, an so einer Gefangenenkolonne vorbeifuhr, sind wir dann hinten die Bretter haben uns fallen lassen in den Gefangenenhaufen, waren aber wieder also Gefangene. Und dann durch verschiedene Durchgangslager, das war schon schlimm, aber auch nicht, keine ärztliche Versorgung, nicht genug zu fressen. Das war schon eine ziemlich harte Zeit, das kann man nicht anders sagen. Und wie gesagt, in dieser Zwischenphase, zwischen der eigentlichen Gefangennahme, bis man nach Monaten, etwas über zwei Monate, in einem Slumlager, in einem geordneten Lager, jeder Buga nachher, da war es auch menschlich, ging es dazu. Diese Zwischenphase war die schlimmste. Da sind auch die meisten draufgegangen. Nicht? Die älteren, gut genährten Leute haben nicht durchgehalten. Die Infanteristen waren so sehr auf dem Hund, die waren einfach physisch fertig. Es war ganz komisch, im Hauptlager, nachher in dem Stammlager, waren also die Artilleristen überrepräsentiert. Denn Strapazen waren wir auch gewohnt, also zäh waren wir schon und hatten doch sehr viel weniger gelitten als die Infanterieleute. Und dann ging das dann im Sommer 1943 los mit dem Antifa und Nationalkomitee, Bund Deutscher Offiziere und was nicht alles, die da alle Neobolschewisten wurden. Zunächst für ein volles Kochische, hätte ich mal gesagt. Ja. Wer da nicht unterschrieben hatte, wurde von den eigenen Leuten dann als Faschist bezeichnet. Wir wären also Nazis und Faschisten und so weiter. Oh ja, Quatsch. Man konnte sich neutral verhalten, die Russen taten auch gar nichts. Und wir nannten die dann Kaschisten. Kascha war der Brei, der zum Mittagessen ausgegeben wurde. Der war ganz nahrhaft, ja, wir haben da gehungert. Ich hatte eigentlich Glück, ich war da unter die Dystrophiker geraten. Und eine russische Ärztin hat mich eigentlich aufgepäppelt. Die hatte den schönen Namen Malefizkaja. Wirklich? Ja, so hieß sie, das war ihr richtiger Name. War einfach eine jüngere Frau, eine Ärztin. War auch ganz hübsch, war sie. Hatte sogar selber sich Fleckfieber eingefangen. Trug also ihre Glatze mit einem gelben Tuch bedeckt. Nannten sie alle Zitronenfalter, nicht wahr? Ja, die hat sich redlich bemüht, um uns zu gefangen, das kann man nicht anders sagen. Ja, Fleckfieber hatte ich auch noch in einem der Durchgangslager. Da habe ich auch, glaube ich, 14 Tage, was war ich bewusstlos, habe ich gar nicht gemerkt. Wie ich wiederkam, hatte ich nichts mehr. Hatte mir alles weggenommen. Mantel, Decken, was ich zunahm, nichts. Ja, könnte ich mir kaufen, nicht wahr? Für kostete eine Brotportion, da kriegte ich einen Löffel oder was. Und in der eigenen Scheiße lag ich da rum, die ganze, hat sich auch keiner drum gekümmert. Und der deutsche Ärzte und das Sanitätspersonal, was da tätig war, bei den Fleckfieberkranken, die haben sich auch wie die Schweine benommen. Übel, übel, übel. Ja, es gab natürlich den Arzt von Stalingrad, den hat sie gegeben, ja,
auch in mehrfacher Ausfertigung, die sich wirklich verdient gemacht haben und sich gekümmert haben. Aber ich würde mal sagen, halbe halbe. Da haben wir von dem Banja-Chef, vom Juden Grünpeter, der hat einen Hund. Und den haben wir geschlachtet und oben im Dachgebälk von Jelabuga gebraten und aufgefressen. So waren die Abruchte. Da war so eine Rinne betoniert und da floss Wasser durch. Das war an und für sich hygienisch ganz gut. Mhm. Ach, da hat man sich drüber gesetzt und hat. So saß man mit da rein, und hat reingekackt. Abgeprotzt. Ja, sozusagen. Abgeprotzt. Aha. Wo und wie haben Sie die längste Zeit der Gefangenschaft verbracht? Die längste Zeit nachher in Saporosche, das war ganz angenehm. Also für mich war es zunächst mal so, es gab gar keine Arbeitspflicht für Offiziere. Und ich habe bis zur Kapitulation auch nicht gearbeitet. Nur wenn also wirkliche Notstandsarbeiten waren, da konnte man sich ja nicht gern wehren, hatte man auch keine Argumente. Sonst haben die Russen also akzeptiert. Die natürlich bei Rotfront unterschrieben hatten, die mussten schon mal arbeiten. Ihr habt ja auch was wieder gut zu machen, ihr fühlt euch ja dem System verpflichtet. Und wir grinsten uns ein und ruhten uns aus, auf der Pritsche aus, nicht wahr? Na, nun kam die Kapitulation. Da wurde also auch verkündet von russischer Seite, also ist jetzt vorbei mit Kriegsgefangenschaft, jetzt hat er Zwangsarbeiter ab morgen. Und da waren wir, die wir nicht unterschrieben hatten, natürlich dran und kamen in so 8 Straflager. War in so Erdlöchern im Wald, mussten wir Bäume fällen, zersägen, transportieren, Flöße bauen. Das war schon eine üble Zeit. Auch als Offizier mussten Sie das ja, auch ja, machen? Ja, 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 ja. Da war ich natürlich dabei, weil ich bis dahin nicht gearbeitet hatte. Und das war ziemlich übel. Aber ich habe es auch ganz gut überstanden, die ganze Zeit. Die meisten haben nach ein paar Monaten abgebaut. Wir haben ganze Holzladungen vom Schlitten aus oder von Radfahrzeugen aus haben wir auf den Dörfern da verschoben und haben dafür Kartoffeln und alles gejamsert. Also das klappte ganz gut. Sie hatten die Gelegenheit, da zu organisieren. Ja. Zu organisieren. Und rausgekommen bin ich aus dem Waldlager wieder, wie die Russen die Japaner abkassiert hatten. Da kam eine japanische Einheit her, die musste dann da in dem Waldlager die Arbeiten da übernehmen. Bin ich noch ein paar Tage da im Hauptlager hinterher gewesen. Die Japaner waren ja gut, die waren erstmal noch gut gekleidet. Winterbekleidung noch und die arbeiteten nur, wenn ein japanischer Offizier ihnen was befahl. Sonst saßen sie da, meistens in der Hocke und grinsten sie eins. Und wenn der japanische Offizier sagte, also jetzt, dann machten sie das auch. Und dann waren ja so lahm, also die konnten sich ja kaum bewegen. Man hatte immer Angst, dass sie auf dem letzten Loch pfiffen. War aber dem nicht so, denn abends, wenn die Arbeit zu Ende war, dann fingen sie an, Cricket zu spielen und was denn noch. Also die konnten da rumrennen wie die Wiese. Die waren also quick lebendig, denen bekam das besser. Die hatten auch eine andere Verpflegung mit Reis und so weiter. Also die haben mir irgendwie imponiert. Ich war in der Silvesternacht von 49 auf 50 war ich zu Hause. In der Silvesternacht von 49 auf 50? In der Silvesternacht, ja. Da war noch eine Flasche Cognac, die ich mal aus Frankreich mitgebracht hatte, die gab es noch, die haben wir ausgesoffen. Und ja, der Übergang also ins normale Leben, da war kein Ereignis. Nachtblind war ich noch eine ganze Zeit, die Umstellung also auf Vitamine, das hat eine Weile gedauert bei mir, ein paar Monate, bis ich also bei Dunkelheit wieder voll gucken konnte.